Wenn ich am Morgen zwischen 4 und 5 fahre, das Brot ausliefern, ist das eigentlich immer ein schönes Gefühl. Weil ich habe schöne, gute Ware geladen, die ich zu den Kunden bringen kann und sehe in der Morgendämmerung noch einen alten Tag erwachen. Ich bin Peter Gassler, ich bin hier in Grenchen geboren. Ich bin in einer kleinen Bäckerei aufgewachsen und das ganze Leben schon Bäcker. Damit das Brot auch richtig lustig wird, braucht es Mehl, Wasser, Salz, Hefe und viel Zeit. Und mit dem machen wir eigentlich das beste Brot. Um kräftige Geschmacksaromen zu bekommen, geben wir Sauerteig dazu oder den Teig lang lagern. Und ich denke, die Regionalität und das Authentische, so wie wir arbeiten, kommt es bei den Kunden auch an. Auch wenn wir einen strengen Beruf haben, haben wir laufende Erfolgserlebnisse, wenn wir schöne Brote aus dem Ofen nehmen. Für ein gutes Brot ist es vom Ährenfeld bis zum Lidl im Laden ein langer Prozess. Es geht über den Bauer, der erntet, über die Mühle im Oberaargau, die mahlt. Wir brauchen 100% Swiss-Garantie-Mehl. Die Butter, die wir in unseren Zöpfen haben, kommt aus einer Kleinkäserei von Leimiswil. Also der grösste Teil unserer Rohmaterialien sind aus unserer Gegend. Die Zusammenarbeit mit Lidl hat angefangen, als wir den Produktionsbetrieb kaufen konnten, wo wir heute stehen, 2012. Und in all diesen Jahren konnten wir auf Augenhöhe reden miteinander. Weil Lidl versteht die grosse Arbeit, die wir in die Brote hineinstecken. Zum Beispiel fahren wir auch jeden Morgen die Lidl-Filialen einzeln ab. Das sind im Ganzen sind das 26 Filialen zwischen Bern, Basel, Neuenburg und Önsingen. Unsere Brote müssen am Morgen um 7 Uhr in den Filialen angeliefert sein, damit der Kunde und Kundinnen schon bei der Ladenöffnung frisches Brot für den Morgen kaufen können. Mein Lieblingsbrot ist Solothurner Brot. Es hat eine sehr kräftige, gut backende Kruste und einen weichen Kern. Eine Eigenschaft und eine Qualität, die ich auch beim Menschen sehr schätze. Weil Grosszügigkeit kommt immer aus dem Inneren heraus.